Ja, einen wunderschönen guten Tag nochmal zu einer Ausgabe des Vlogbuchs. Jetzt auch nochmal nach längerer Pause, aber jetzt stehen auch die Ferien an und ich wollte jetzt zumindest mal vor meinem Urlaub nochmal einen Stand der Dinge übermitteln. Und wir fangen tatsächlich auch nochmal mit dem Thema Corona an. Wir sind ja noch nicht aus der Pandemie draußen. Es sind ja noch einige Dinge zu beachten, auch wenn die Inzidenz im Saarland und auch bei uns in der Gemeinde noch relativ niedrig sind. Wir hatten jetzt ein paar Fälle in der vergangenen Woche in einem familiären Umfeld. Dann steigen die Zahlen natürlich immer gleich nach oben. Aber grundsätzlich haben wir eine stabile Lage, sowohl hier in der Gemeinde als auch im Saar-Pfalz-Kreis. Ja, wir hatten ja auch die ganze Zeit unser Testzentrum, das haben wir ja, das haben viele mitbekommen, erstmal geschlossen, weil die Nachfrage einfach nicht mehr da war. Haben aber dann mit den Johannitern geklärt, dass wir noch ein Grundangebot in der Gemeinde dann vorhalten können am Freibad. Jetzt, wo aber auch am Freibad und im Campingplatz die Testpflicht gelockert bzw. abgeschafft wurde, ist auch da einfach die Grundlage nicht mehr vorhanden. Trotzdem konnten wir mit der Johanniter-Unfallhilfe abstimmen, dass sie in der Gemeinde bleiben, aber mit einem reduzierten Angebot und auch einem anderen Ort. Das heißt, ab nächste Woche wird leider nur noch zweimal die Woche, aber dafür noch ein Grundangebot zur Verfügung gestellt, und zwar im Sportheim in Gasheim, wo zuletzt auch unser eigenes Testzentrum war. Jetzt möchte ich das nächste Thema ansprechen. Das Thema Flutkatastrophe. Wir sind ja Gott sei Dank als Gemeinde trotz großer Starkregenereignisse ja von der Flut oder von größeren Wassermassen verschont geblieben. Leider war das nicht der Fall für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, auch teilweise auch in Sachsen und Bayern. Und nach dieser Flutkatastrophe hat sich eine sehr, sehr große Welle der Solidarität hier in der Gemeinde Gersheim entwickelt. Wir haben dann in den Tagen danach sehr kurzfristig auch mit der Feuerwehr in Gersheim Sachspenden gesammelt. Nochmal vielen Dank auch an die schnelle Bereitschaft der Kameradinnen und Kameraden im Löschbezirk Gersheim, da diese Sachspenden entgegenzunehmen. Jetzt mussten wir leider feststellen, dass wir nicht alles bisher jetzt in das Krisengebiet bringen konnten, weil dort einfach noch immer noch vieles sehr unübersichtlich ist, noch nicht klar ist, was wird dort benötigt, aber wir sind nach wie vor dort mit einigen in Kontakt, und sobald dann klarer ist, was dann wirklich benötigt wird, werden wir auch den Rest der Sachspenden, die bei uns abgeliefert wurden, auch ins Krisengebiet bringen. Es haben aber viele, und das war auch sehr wichtig, viele auch Geld gespendet, natürlich auch bei den Hilfsorganisationen, aber auch bei uns bei der Gemeinde. Und da bin ich, muss ich sagen, wirklich überwältigt. Mittlerweile sind bei fast 12.000 Euro, die hier von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Gersheim gesammelt wurden. Und wir werden dieses Geld jetzt auch nach Ahrweiler schicken. Warum Ahrweiler? Es war jetzt natürlich schwer, jetzt irgendwie auszusuchen, wer das Geld am nötigsten hätten. Es brauchen alle jetzt finanzielle Mittel. Aber wir hatten auch Kameradinnen und Kameraden des Löschbezirks Rheinheim, die im Rahmen des Katastrophenschutzes dort in der Region waren, im Ahrtal, in Ahrweiler. Und deswegen bleiben wir sozusagen dort ein bisschen in der Region und werden das Geld dann dort der Stadt zur Verfügung stellen. Also nochmal auch vielen herzlichen Dank auch an die Feuerwehr in Rheinheim, die mit unserem Katastrophenschutzfahrzeug dort vor Ort war und da sozusagen einen kleinen Beitrag, aber groß in der Wirkung der Gemeinde Gersheim dort mit leisten können. Ja, weg von dieser doch schlimmen Katastrophen, und wir wünschen allen dort, dass sich die Situation jetzt möglichst entspannt, kommen wir jetzt zu für unsere Gemeinde erfreulichen Thema, das Thema Breitbandversorgung. Vielleicht haben es auch die ein oder andere auch schon verfolgt. Wir haben in der vergangenen Woche einen Kooperationsvertrag unterschrieben, den wir schon seit einigen Monaten auch vorbereitet haben, mit der Deutschen Glasfaser. Und dieser Vertrag ist eine Kooperation zwischen der Gemeinde Gersheim und der Deutschen Glasfaser, was den Ausbau von Glasfaser ins Haus, also einen Hausanschluss ins eigene Haus für Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde
Heute sind wir auf maximal 100 Megabit pro Sekunde beschränkt für alle die, die bei der Firma Inexio einen Vertrag haben. Und die Kooperation besteht jetzt darin, dass wir eine sogenannte Nachfragebündelung machen. Das heißt, wir werden in den einzelnen Ortsteilen Veranstaltungen machen, aber auch eine zentrale Veranstaltung. Es wird die Ansprache auch von Hauseigentümern geben, ob denn ein solcher Hausanschluss jetzt gewünscht ist. Und wenn 40% aller Hauseigentümer in der gesamten Gemeinde Gersheim sich tatsächlich für diesen, das muss ich auch nochmal sagen, kostenlosen Hausanschluss entscheiden, dann wird die Firma Deutsche Glasfaser in 9 von unseren 11 Ortsteilen dann auch Glasfaser ausbauen. Wer jetzt noch nicht seinen Glasfaseranschluss machen möchte, der wird später allerdings dafür zahlen müssen. Das heißt, das ist wirklich eine einmalige Chance, jetzt diesen Hausanschluss, der immer so im Wert von 2.500 bis 3.000 Euro, dann jetzt kostenlos gemacht werden kann. Und auch für die Gemeinde kommen jetzt grundsätzlich keine Kosten zu, sondern wir unterstützen, wo wir können, vom Bauern beispielsweise, damit diese wichtige Infrastrukturmaßnahme auch umgesetzt werden kann. Und da sind wir jetzt alle gefragt. Von den 11 Ortsteilen sind noch 2 nicht mit dabei. Das ist Seiweiler und Uthweiler. Das hat teilweise Infrastruktur, aber auch Wirtschaftlichkeitsgründen. Aber diese Ortsteile wollen wir auch an das Glasfasernetz anbinden. Und deswegen haben wir auch jetzt schon Fördermittel beantragt, um möglichst schnell und möglichst zeitnah auch diese beiden Ortsteile an sogenannte FTTH, also Glasfaser bis ins Haus entsprechend auch anschließen zu können. Und das im Moment, also gepaart mit jetzt schon Infrastrukturmaßnahmen, die in der Gemeinde gemacht werden. Vielleicht haben das insbesondere in der Paar schon einige beobachtet. Da werden ganz viele Kabel verlegt. Zum einen haben wir es ja geschafft, dass in Seiweiler, wenn jetzt auch noch nicht das Glasfaser bis ins Haus kommt, kommt zumindest mal Glasfaser bis zur Telekom-Infrastruktur, also bis zum Kupferkabel, sodass dort jetzt auch bis zu 100 Megabit pro Sekunde auch erreicht werden können über die Telekom. Und wir haben jetzt unsere Schulen anbinden lassen. Das heißt, die Grundschule in Medelsheim ist jetzt bereits angeschlossen. Die Grundschule in Reinheim, da beginnen die Bauarbeiten jetzt in den nächsten Tagen. Und auch in der Gemeinschaftsschule in Gersheim sind die Arbeiten voll im Gange. Und da werden wir die erste Gemeinde im Saarland, die alle Schulen, egal in welcher Trägerschaft, tatsächlich an das Gigabit-Netz angeschlossen haben, sodass wir die Digitalisierungsmaßnahmen, die wir jetzt in unseren Schulen gemacht haben, mit der neuen WLAN-Infrastruktur, mit den digitalen Tafeln, auch wirklich jetzt mit sehr schnellem Internet optimal nutzen können. Da freuen wir uns drauf, da sind wir auch sehr stolz, dass wir das jetzt alles kompakt machen könnten. Und wahrscheinlich kann es sogar so sein, dass unmittelbar nach dem Schuljahresbeginn auch alles soweit angeschlossen ist, dass diese Technologie auch genutzt werden kann. Ja, zum nächsten Thema, das Thema Bürgerbus. Wir hatten im Juli, jetzt am 14. Juli, eine erste Präsenzveranstaltung zu diesem Thema, nachdem die letzte erst schon im Oktober stattgefunden hatte, aber durch Corona war das dann nicht mehr möglich gewesen. Und dieses Treffen hat sich dann mit der Umsetzung beschäftigt. Also wie soll der Bus fahren, nach welchem Muster, wie an welchen Tagen. Und es war eine sehr gut besuchte Veranstaltung und wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir dann nach dieser Veranstaltung auch richtig durchstarten können, hatten auch schon geplant, den Bus jetzt entsprechend zu besorgen. Leider mussten wir jetzt feststellen, dass es zu wenig Interessenten gab. Also aus dieser Veranstaltung haben sich nur 3 Fahrerinnen und Fahrer beworben und eine Person hat sich bereit erklärt, mit in der Organisation zu arbeiten. Und die Agentur Landmobil, mit der wir zusammenarbeiten bei der Erstellung des Konzeptes, hat uns klipp und klar gesagt, die haben schon weit über 200 Bürgerbusprojekte in ganz Deutschland begleitet. Das sind zu wenige. Wir brauchen mindestens um die 15 Aktive, damit wir das Projekt starten können. Da kann ich nur noch mal wirklich dazu aufrufen, unterstützen Sie uns dabei. Das ist ein ganz wichtiges Projekt, nicht nur für ältere Menschen, die dadurch deutlich bessere Mobilitätsmöglichkeiten hätten, sondern das ist für die Vereine beispielsweise auch interessant, wenn Kinder und Jugendliche zum Training, zum Kurs oder sonst irgendwas möchten, für Einkaufsmöglichkeiten, wenn man vielleicht kein Auto hat. Also ein sehr wichtiges Projekt für uns, gerade als ländliche Region.
dass wir das umsetzen können. Und dafür brauchen wir auch Ihre Unterstützung als Ehrenamtliche, als ehrenamtlich Tätigen in unserer Gemeinde. Also bitte nochmal darüber nachdenken, ob Sie uns da vielleicht nicht unterstützen können. Und je mehr wir auch in diesem Projekt sind, desto weniger Arbeit kommt auf den Einzelnen zu. So ist das auch in Vereinen. Ja, wir haben jetzt, wir blenden hier nochmal die Kontaktdaten unserer Kollegin, die dafür verantwortlich ist, und freuen uns dann auf weitere Interessentinnen und Interessenten. Ja, wir haben auch noch ein paar Bauprojekte bei uns in der Gemeinde, unter anderem auch der große Spielplatz in Niedergeilbach, der jetzt kurz vor dem Abschluss steht. Der Minister Joost war ja auch vergangene Woche, hat die Baustelle dort besucht, und es ist wirklich eine großartige Leistung, die dort erbracht wird, wie sie auch schon in anderen Ortsteilen, beispielsweise auch beim Dorfplatz in Herbitzheim oder auch in Pliesdahlheim an manchen Stellen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass so viele Stunden dort geleistet werden. Das spart eine Menge Geld, und trotzdem können wir einen ganz tollen Spielplatz aufstellen. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, und werden auch nochmal berichten, wenn dieser Platz dann auch fertig ist. Ja, wir hatten ja letzte Woche unsere Kinoveranstaltung, die erste größere kulturelle Veranstaltung in der Gemeinde, jetzt seit Beginn der Pandemie. Und wir müssen jetzt nach 3 Tagen, die wir dort gemacht haben, können wir eigentlich zufrieden sein. Das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt, sind wir auch ganz offen, wie man immer so schön sagt. Wir hatten da kein Glück, und Pech kam dann auch noch dazu. Aber letzten Endes waren alle, also ich habe wirklich nur positive Rückmeldungen bekommen, die bei dieser Veranstaltung dabei waren, und zwar unabhängig davon, ob sie im Trockenen saßen oder tatsächlich noch nass geworden sind, waren hellauf begeistert. Ich will mich da auch nochmal herzlich bedanken beim Kino Eden aus Homburg, bei Bernhard Weseli von Stagelight, der uns die Technik aufgestellt hat, aber auch die Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Kulturamt und aus der Öffentlichkeitsarbeit, die diese Veranstaltung auch begleitet haben. Und ich glaube, das Ergebnis zeigt, dass wir das auch nächstes Jahr nochmal machen werden, und hoffen, dass wir da auch etwas mehr Glück mit dem Wetter haben. Ja, zum Schluss noch ein kurzes Thema, das Thema Windpark in Uthweiler. Wir haben immer gesagt, wir wollen hier Transparenz schaffen, da ja jetzt im Moment auch über ein Projekt im Mandelbachtal berichtet wurde, auch in der Saarbrücker Zeitung, wollten wir jetzt einfach nur mal kurz den Stand geben. Also noch wurde auch nach wie vor bei uns keinen Antrag gestellt. Das wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres durch die Firma Juvi passieren. Wenn das soweit ist, dann werden wir natürlich auch nochmal informieren, haben aber auch mit der Firma Juvi vereinbart, dass wir noch, also vorher, eine öffentliche Veranstaltung machen wollen. Es wird auch eine Webseite geben, wo dann über den Stand der Dinge informiert wird, und wollen hier größtmögliche Transparenz schaffen, um auch die Bürgerinnen und Bürger mit da zu integrieren. Ja, und das war es jetzt von meiner Seite heute aus dem Vlogbuch hier aus dem Rathaus. Ab morgen bin ich jetzt auch erstmal im Urlaub und mache eine Pause. Ich werde dann auch von meinen Beigeordneten bzw. hier von den Kolleginnen und Kollegen im Rathaus vertreten. Bedanke mich bei allen für jetzt die wichtigen Monate, die wir hinter uns haben, und für alle, die jetzt noch in den Urlaub fahren oder jetzt sich zu Hause eine Pause gönnen. Schöne Ferien, und wir sehen uns dann in alter Frische wieder nach den Ferien. Vielen Dank und viel Spaß.